Erstmal, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann natürlich auch herzlich willkommen alle nicht-muslimischen Feinde, Kritiker und Unterstützer heute. Denn wir freuen uns über jeden, der kommt und uns zuhört, seine Möglichkeit, uns besser kennenzulernen. Bisher hat man uns ja meistens nur aus Ausschnitten kennengelernt oder von Dingen, die in diversen Zeitungen standen. Und wir haben uns heute hier versammelt, nicht um irgendjemand weh zu tun, um Fensterscheiben einzuschlagen, um auszuflippen, auch wenn wir innerlich sehr sauer sind. Und deswegen wollte ich auch an alle Brüder appellieren, an alle Schwestern. Falls jemand kommen sollte, der euch provozieren will, lasst euch nicht darauf ein, okay? Wir sind hier, um ein gutes Bild abzugeben. Vielen Dank. Wie fange ich mit dem Thema an? Am besten mit einem Beispiel, weil ich komme immer gerne direkt auf den Punkt. In Deutschland, wie ihr wisst, oder wie man weiß, gibt es evangelischen und katholischen Religionsunterricht in der Schule. Warum? Warum ist das so? Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich will den Religionsunterricht abschaffen, das ist gar nicht mein Thema. Aber, und vielleicht fragt ihr ein oder andere, was ist das für eine doofe Frage, warum, ist doch klar. Weil die meisten Christen in diesem Land Protestanten oder Katholiken sind. Weil es Eltern gab und gibt, denen etwas daran liegt, dass ihre Kinder einen Religionsunterricht besuchen, der konfessionsgebunden ist, beziehungsweise nach ihrer Denkrichtung, nach ihrer christlichen Richtung. Deswegen gibt es katholischen und evangelischen Religionsunterricht. Wenn jetzt jemand hingehen würde und würde sagen, so, Moment mal, in Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt keinen Bock mehr, wir wollen einfach mal den katholischen Religionsunterricht abschaffen, die katholischen Kinder müssen jetzt zum evangelischen Religionsunterricht. Und es gibt dort, den meisten ist nicht bewusst, aber es gibt dort schon einige Unterschiede, wie zum Beispiel die Bibel. Dass zum Beispiel die Katholiken halt die deuterokanonischen Schriften glauben, das heißt sieben Bücher im Alten Testament, an die Protestanten nicht glauben. Ja, als Beispiel. Das heißt, für einen Katholiken, der seine Religion ernst nimmt, ist das dann schon eine Sache, die ihm nicht gefällt. Und deswegen gab es hier Leute und gibt es immer noch, die wollen, dass ihre Kinder keinen evangelischen bzw. keinen katholischen Religionsunterricht besuchen. Das heißt, das gibt es. Was wäre jetzt, wenn das Land Nordrhein-Westfalen hingehen würde oder beispielsweise die Regierung hingehen würde in ganz Deutschland, würde sagen, so, Moment mal, wir machen das jetzt anders. Wir werden jetzt jemanden die Religionslehre ausbilden lassen, der ist Zeuge Jehovas. Ist ja kein Problem. Die glauben auch an die Bibel. Die glauben auch an Jesus. Die glauben auch an den Kreuztod, an den Opfertod. Ja, die sagen doch auch, sie sind Christen. Sie folgen Jesus. Was wäre, wenn das passieren würde? Man würde die Zeugen Jehovas beauftragen, den Religionsunterricht für Katholiken und Protestanten zu organisieren. Was würde man sagen? Ich kann sagen, es würden garantiert viele Leute auf die Straße gehen. Oder es würden Beschwerden hageln. Garantiert. Aber anderes Beispiel. Was wäre, wenn in Ägypten, wo es laut Schätzung, die Schätzungen liegen zwischen 5 bis 7 Millionen, wo es schätzungsweise 5 bis 7 Millionen koptische Christen gibt. Das heißt, die der orthodoxen Schule folgen. Was wäre, wenn jetzt in Ägypten die Regierung hingehen würde und würde sagen, so, in Ägypten gibt es zwar hunderte christliche Schulen, ja, warum gibt es eigentlich in Ägypten christliche Schulen, in Deutschland keine islamischen Schulen? Die Frage können wir vielleicht beim nächsten Mal beantworten. Ja, nur mal nebenbei. Aber nehmen wir mal an, die ägyptische Regierung würde hingehen und würde sagen, so, wir haben jetzt hier einen Zeugen Jehovas, das sind ja auch Christen, und die werden jetzt beauftragt, mit ihrer Lehre die Kinder, die der orthodoxen oder die orthodoxe Eltern haben, oder Eltern haben, die der orthodoxen Lehre folgen,
zu, ja, soll ich sagen, indoktrinieren, sagen wir lieber, zu unterrichten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Herr Westerwelle sofort zur Stelle wäre und würde sagen, hallo, die ägyptische Regierung hat gefälligst neutral zu sein. Die können das ja nicht der Mehrheit der Bevölkerung zumuten, ja, oder der Mehrheit der christlichen Bevölkerung zumuten, dass die einen Religionsunterricht von einer christlichen Gruppe erhalten, die eine absolute Minderheit darstellt. Obwohl die Zeugen Jehovas 8 Millionen sind auf der ganzen Welt. Circa 8 Millionen. So, jetzt haben wir hier in Münster den Fall an der Universität, dass ein Lehrer oder ein Professor dort namens Mohammed Rashide beauftragt wird, den Unterricht zu organisieren für insgesamt 950.000 muslimische Kinder. So. Die erste Frage, die gestellt werden müsste, wäre, aus welchem Elternhaus kommen die Kinder? Und natürlich, es gibt diverse muslimische Gruppen, so wie es diverse christliche Gruppen gibt. Bei den Christen, was haben wir dort alles? Katholiken, russisch-orthodox, griechisch-orthodox, Pfingster, lutheranische Kirche, reformatorische Kirche und so weiter und so fort. Siebentags-Adventisten, Zeugen Jehovas, Mormonen. Und bei den Muslimen haben wir auch verschiedene Gruppen. Die zwei großen Untergruppen, Sunniten und Schiiten. Ja. Und unter den Sunniten dann wieder, oder die sich der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah zuführen. Das ist natürlich für den Nicht-Muslim vielleicht etwas schwer zu verstehen, aber deswegen habe ich das mit dem Beispiel Katholiken und Protestanten vorher gebracht. Ja? Hier haben wir dann beispielsweise bei den Sunniten die sogenannten Aschariten, die sogenannten Maturiditen oder die sogenannten Salafiten, die sogenannten Mu'tazila. Dann haben wir bei den Schiiten beispielsweise Sa'iditen. Dann haben wir die 12er Schia. Dann gibt es, also das heißt, das ist ungefähr so vorstellbar. Ja, deswegen habe ich auch dieses Beispiel am Anfang gebracht. So. Jetzt ist die Frage, die meisten Kinder, welcher Rechtsschule oder welcher theologischen Denkschule im Islam folgen die? Und welcher Denkschule folgt dieser Unterricht? So, und dann sieht man, dass dieser Lehrer oder dieser Professor weder den Aschariten folgt, laut seinem Buch Islam ist Barmherzigkeit, noch den Mu'tazila, noch den Maturiditen, noch den sogenannten Salafiten, noch der 12er Schia, noch der 5er Schia, noch den Ibaditen, noch irgendeiner Gruppe, die irgendwie bekannt ist. So, da fragt man sich, ist das die richtige Person, um einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht zu leiten? Die Frage muss man sich stellen. Deswegen habe ich am Anfang dieses Beispiel gebracht mit dem Zeugen Jehovas. Ja, jeder würde sagen, der Zeuge Jehovas oder ein Zeuge Jehovas ist kein passender Professor, um den Religionsunterricht zu leiten, beziehungsweise die Religionslehrer auszubilden für Kinder, deren Eltern Katholiken und Protestanten sind. So, obwohl die Zeugen Jehovas 8 Millionen Anhänger haben. Wie viele Anhänger von der Schule, von dem Professor in dieser Stadt? Keine 8 Millionen, keine 800.000, keine 80.000, keine 8.000, keine 800, keine 80, vielleicht 8. Und da wird damit beauftragt. Und deswegen, worum es mir heute geht, mir geht es heute nicht darum, meine Position, meine islamische Position zu verteidigen. Ja. Man kann in manchen Sachen anderer Meinung sein, wir können darüber diskutieren. Sondern mir geht es darum aufzuzeigen, dass dieser Professor erstens unwissenschaftlich arbeitet und unwissenschaftlich kann mit Kompetenz zu tun haben oder mit Wahrhaftigkeit. Zweitens, dass das, was er vertritt, nicht in Einklang ist mit der absoluten Mehrheit der Muslime, oder sagen wir lieber mit 99% der Muslime, die den Islam praktizieren. Deswegen haben sich auch die Verbände schon beschwert. Und es geht sogar so weit, dass ich am Ende sagen werde, dass die Lehrinhalte, die in seinen Büchern, ja, Islam ist Barmherzigkeit,
Übrigens, welcher Muslim glaubt, dass Islam Barmherzigkeit ist? Ja, weil er will das dort so darstellen, als wenn er der Erste wäre, der mit dieser Idee aufgetreten wäre, ja. Die anderen, die sind nur von Hölle und so weiter am Predigen. Wir haben einen Bruder mal beauftragt, der sollte mal 2 Tage lang nach Vorträgen von uns gucken über Barmherzigkeit und Liebe von Allah. Der hat in 2 Tagen 150 Vorträge gefunden. Weil das wird so sagen, die Bösen, die stehen, ja, auf diese Art und Weise. Aber auf jeden Fall kann jeder gucken, man braucht einfach mal ins Internet reinzugehen. Man kann meinen Namen eingeben, Pierre Vogel, Barmherzigkeit, Pierre Vogel, Liebe, Pierre Vogel, Terrorismus, Pierre Vogel und so weiter und so fort, Zwangsheirat, Ehrenmord und so weiter. Ja, weil man möchte uns gerne in ein Licht reinstellen, ja, was sind ja die ganz Schlimmen und so weiter und so fort. So, kann mir einer die Aufnahme geben? Von dem, ist der Ali noch nicht zurück? Ja, ja. So, jetzt gucken wir erstmal der erste Punkt, mit dem ich jetzt anfangen will. Lass mal abspielen. Also, der Professor Mohammad Roshide wird jetzt gefragt. Wo ist der denn heute? Keine Ahnung, hat uns nicht Bescheid gesagt, aber kommt oder nicht. Ist auch kein Problem, also wie gesagt, wir können unsere Punkte selber vertreten. Ich möchte nicht jetzt hier sagen, ja, er hat Angst oder dieses oder jenes. Wahrscheinlich ist er von seinen Punkten überzeugt, das kann gut möglich sein. Das spielt für uns keine Rolle. Uns geht es darum, wir sind auch von unseren Punkten überzeugt. Und darum geht es uns nicht. Ist nicht da, okay, dann werde ich meine Punkte so an den Mann bringen. Vielleicht ist das sogar nützlicher. Weil er hat genügend Foren dafür, um seine Ideen zu vermitteln. Lässt du laufen, Bruder? Danke, Bruder. Es ist jetzt eine Aufnahme von Ihnen, die jetzt kommt. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Zu Ihrer Frage, ob ein Muslim einem anderen Muslim seinen Glauben absprechen darf, definitiv nein. Es gibt einen islamischen Grundsatz, der lautet, ein Muslim oder ein Mensch, der das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat, alleine verbal ausgesprochen hat, gilt als Muslim und man darf ihm seinen Glauben nicht absprechen. Es gibt eine schöne Erzählung. Ja. So. Ja. Also wir haben das hier gehört, er sagt hier, man darf einem Muslim den Glauben nicht absprechen. Ja, definitiv nein. In seinem Buch Islam ist Barmherzigkeit auf Seite 91, schauen wir mal, ja, ob das, was hier erzählt wird, Hand und Fuß hat, steht. Gerade Salafisten und andere Fundamentalisten und Extremisten, die im Namen ihres Glaubens Hass und Unfrieden, ich sage jetzt in Klammern, angeblich auf Erden verbreiten, sind nichts anderes als Kafirun. Seine Lügner! Naja, wollen wir mal sagen, vielleicht müssen wir uns beim Herrn Khoshide entschuldigen, weil anscheinend scheint er das Buch nicht geschrieben zu haben, ne? Weil hier steht drauf, Mohammad Khoshide, aber vielleicht müssen wir mal beim Verlag nachschreiben, vielleicht haben die nur seinen Namen drauf geschrieben. Das zeigt erstens, dass hier unwissenschaftlich argumentiert wird und zweitens, dass wir es hier nicht mit der, was ich eben schon gesagt habe, worauf ich hinaus will, mit der Meinung der Mehrheit der Muslime zu tun haben. Und selbst mit der Meinung der Christen, kann man einem Christen, ja, das Christentum absprechen?
natürlich in gewissen Dingen im katholischen Katechismus steht, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Wenn beispielsweise ein Christ sagt, er glaubt nicht an Gott, als Beispiel, oder an fundamentale Glaubensinhalte, dann ist er kein Christ mehr. Auch wenn vielleicht in seinem Pass steht, evangelisch oder katholisch oder in irgendeinem Dokument. So, und jetzt schauen wir mal, ob das, was er sagt, mit dem Glauben, und ich will es nochmal betonen, mir geht es heute nicht darum, ja, Sie von unserer Seite zu überzeugen. Mir geht es einzig und allein darum aufzuzeigen, dass das, was hier erzählt hat, mit dem Islam, der 99,99% der Muslime nichts zu tun hat. Und dann kann man auch keinen bekenntnisorientierten Religionsunterricht für die Muslime leiten. Hier habe ich das Buch zum Beispiel, Umdatul Fiqh. Das ist ein Fiqh von Imam Ahmed ibn Hanbal. Das ist nicht direkt von ihm geschrieben, sondern von Ibn Qudama. Das ist die hanbalitische Rechtsschule. Hier gibt es ein Kapitel, Hukm al-Murtad, das Urteil über den, der von der Religion abfällt. Und dann steht hier auf Seite 645, وَمَنْ جَهَدَ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَحَلَّ مُحْرِمٍ ذَهَرَ الْإِجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. Er sagt hier beispielsweise, wenn einer zum Beispiel eine Säule des Islams leugnet oder eine Sache, die mit Konsens der Gelehrten verboten ist, als halal erklärt. Ja? So. Das ist jetzt hier beispielsweise Hanbali Fiqh. Dann habe ich hier vier Al-Mudawana fi Fiqh al-Maliki. Das Buch, das ist vom Imam Malik, eine der großen Rechtsschulen, die insbesondere in Nordafrika vorherrschend sind. Hier findet man auch wieder das Kapitel, ja, über jemanden, der von der Religion abfällt, ja? Und dann sagt er hier: Asbabun mujiba lil kufr. Ja? Und hier fängt das vorne schon an. Also Gründe, die den Unglauben, den Kufr sozusagen festsetzen, ja? Da sagt er: La yahtaju al-muslim in der tutur al-islam ila akthar min al-i'tiraf bi shahadatayn bi lisan at-tasdiq wa tasdiq wa tasdiq dhalik bi qalbihi. Fad-dukhul fi al-islam amrun sahlun muyassarun liman sharra Allah ta'ala sadrahu ila dhalik. Das heißt, wenn einer den Islam annehmen will, braucht er nur das Glaubensbekenntnis mit der Zunge zu sagen, in seinem Herzen daran zu glauben. Das heißt, der Eintritt in den Islam ist eine einfache, erleichterte Sache für den Allah das Herz offen gemacht hat. Das sagt er, wie wir sehen. Walakin kad yusnabu al-muslim imanahu wa yu'addu murtadan fi adad al-kafirin ma ikrarihi bi shahadatayn. Aber ein Muslim, er kann seinen Iman, seinen Glauben verlieren, ja, und zu den Abtrünnigen und den Nichtmuslimen gezählt werden, selbst wenn er mit seiner Zunge das Glaubensbekenntnis ausspricht. Das sind nicht meine Worte, weil sonst heißt mir, der Vogel hat sowieso keine Ahnung, ja, der kann ja sowieso kein Arabisch, deswegen liest er auch nur aus den Büchern vor. Ja? Und das ist ein klassisches Fiqh-Buch von einer klassischen Rechtsschule.